tatsächlich vergessen gehabt. Also kann sowas kann vorkommen. Dann haben wir noch zwei Level. Oh, hier gibt es sogar zwei Edelsteine. Boneyard. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Wenigstens die Stimmen scheinen. Sind die Stimmen wenigstens noch original? Also ich weiß nicht, welche Stimmen neu und welche original sind. Aber der war auf jeden Fall wenigstens besser als der andere. Oh nein, was ist das? Oh nein. Och, ernsthaft. Let's! Der wird frei, wenn ich genau. Wartet wenigstens immer. Wenigstens macht ihr die Kiste kaputt. Achso, hier ist der Checkpoint. Ich wollte schon sagen. Diese Welt macht es sogar besser als halt im zweiten Teil. Ah, okay. Egal was du bist für ein Nacktmul. Lass mich in Ruhe. Okay. Welten mit zwei Edelsteinen kann ich vergessen. Kann ich vergessen. Erstmal, ich brauche wirklich die besonderen Edelsteine. Bombe. Ach komm, ich brauche ja nicht alle Äpfel, aber ich krieg wieder zwei Leben mehr. Hilfe! Es grapscht nach mir. Den habe ich wenigstens diesmal nicht vergessen. Und jetzt kommt wieder die No Action. Das ist ja schön. Haben wir doch wieder 10 Leben. Oh nein, das Gras verlangsamt natürlich ein. Das haben wir schon mitbekommen. Heiß. Den nehme ich mit. Ich glaube, ich bin Genofutter.
warum ich das gemacht habe? Klar. Komm schon, schneller. Schneller. Nein! Das war Nitro. Und für nur eine Nitro-Kiste. Für nur eine fucking Nitro-Kiste muss ich das eine Ding drehen, wahrscheinlich. Dann kommt Nitro. Hab ich den? Okay. Haha, tschüssi, Dino. Wow, schon wieder zwei. Also schon wieder den Diamanten und Edelstein. Es geht aber gut hier voran. Also war in der Spezialwelt dort, wo man den Edelstein, wo man einen bestimmten Edelstein braucht. Wahrscheinlich nur der Edelstein, keine Kiste. Hallo. Making Waves. Das ist eine Wave Race Strecke, glaube ich. So. Das ist sowieso eine Koko-Dings. Ach so, ich muss nur die Strecke abschließen, um den Energiekristall zu bekommen. Oh, ich liebe sowas. Oh Gott. Ich hasse sowas. Nee, ich wusste nicht, dass das so schwer zu steuern ist. Holy fuck. Nein. Oh. Oh. Der Steuerung die Hölle. Nicht beide? Ja. Oh nein! Geh weg! Bombe! Hier. Auf der Strecke. Checkpoint. Bitte. Was? Ach komm.
Oh, die ist sauer. Auf mich etwa? Warte mal, sind die Boote etwa... Wenn die Boote Kisten sind, wäre doof. Sind noch 6 Kisten. Okay. Die Boote sind keine Kisten. Gut. So. Setz anstrengend. Jetzt Boss Time. Tiny Tiger. Crash! Coco! Hübsche Kristalle gestohlen! Tiny zurücknimmt in Gladiatoren Arena! Versuch's doch, Tiny Tiger. Warum eigentlich Tiny? Du bist nicht Tiny. Du bist Big Tiger. Ja, ja. Ave Neocortex. Cortex, sowas. So. Und die ganzen. Wie war nochmal der Kampf? Was? Smash the Crash? Okay, okay. Alter. Nein, wie? Hätte ich das denn machen sollen? Ich kann die auch nicht wegbashen. Versuchen in der Mitte zu bleiben oder so. Oh, die Löwen auszuweichen ist schwer. Habe ich gar nicht so schwer in Erinnerung. Ich war ein Kind, wo ich das gespielt habe. Warum ist das für mich jetzt so schwer? Noch immer random. Du hast ja eh nur noch ein Leben. Also, war es das jetzt für dich, Tiny? Und wir bekommen eine Fähigkeit. Tiny tranchiert. Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher X.
zum Springen und drücke an der Spitze des Sprungs Kreis. Damit kriegt man sozusagen jetzt härteres Zeug kaputt. So viel ich weiß. Also das ist die erste Fähigkeit, die ist nicht besonderes. Ist einfach nur ein stärkerer Bauchklatscher. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Kann ich den nochmal bekämpfen? Tatsache. Die Interaktion. Möchtest du sie hier lassen? Nein! Die Speicherfunktion ist auch hier so. Ist ein bisschen umständlich, muss ich sagen, weil hier hingehen und dann speichern war auch eigentlich einfach. Okay? Dann würde ich mal sagen, machen wir die nächste Welt.